Hallo, der Marc von Digital Videos hier und damit ist die liebe Pia. Hallo. Und die Pia macht sich gleich drei Piercings. Wir machen ein Snake Eyes, wir machen ein Bauchhaar-Piercing und wir machen einen Innertausch. Wir haben letzten Mal schon einen Dave gemacht und einen Helix und schon ein paar mehr, oder? Ja, die zwei und die Lobs. Oh, also schon ganz viel. Pia ist schon oft hier gewesen. Und heute gehen wir mal im Snake Eyes das erste Mal in deinen Mund hinein. Ja. Wo wir das ja nicht tragen. So. Was macht die Nervosität? Geht klar. Da war ich. Gut. Das schaffst du schon. Also, wenn man so viel Piercings schon überstanden hat, dann schafft man das auch. Ja, die haben wir alle in einem gemacht. Haben wir da auch wieder gemacht? Mhm. War das dann eine 5er-Aktion oder 6 oder was? Ich glaube sogar 6, ja. Ja. Cool. 4? 6, ja. Naja, das mal sehen. Das ist ja für dich quasi eine Spazierung heute mit dabei. Was langweilig. Pia, was ist los mit dir? Ja? Ich lasse nach. Im ja, Alter. Die Performance war schon besser hier. Ja? So. So, meine Liebe. Spaß beiseite. Dann. Wurscht, vollkommen egal. Was schlimm? Also es gibt, dein Snake Eyes ging jetzt vom Gefühl durch wie Butter, du hast glaube ich auch kaum was gespürt, manche jammern schon ein bisschen, das merke ich. Mhm. Bei dir war es so gestochen und so, ja passt, super, Pia, eigentlich guter Dinge, alles cool, wunderschön geworden. Ja. Darf ich dich bitte noch mal kurz in die Kamera rein zu posten, zu präsentieren. Gefällt es dir? Ja, voll schön. Ich bin einmal kurz den hier. Fühlt sich voll interessant an. Ja, ist spannend, ne? So, tu mal ganz kurz schnell. Es klickert ein bisschen, ja, genau. So, dann darf ich dich bitten, dass du den mal kurz hinlegst. Mhm. Für. Du kriegst das ein bisschen, aber sonst geht es eigentlich voll. Oh, jetzt, lass du die Hände am besten weg, wenn du es hältst, ist nur alles nur Kacke. Soll ich versuchen? Ich habe einen Rasierer da, also daran wird's. Nein, ich warte, erst schneiden. Von. Ne, wie gesagt, ich kann das machen, also ich kann nehmen. Schere, Rasierer, alles hier. Und so? Ich mache das auch für ein kleines Trinkgeld, also quasi unentgeltlich. Ja, das ist. Probier mal. Kein Problem, also wie gesagt, immer gerne hier. Ja? Kein Termin mehr versorgen, kommst zu mir. So. Hast du mal ein Video gesehen, wo ich die Haare abgeschnitten habe? Nein. Nicht? Muss mal gucken. Wir haben ein Projekt gehabt für die Krebshilfe einer ganz lieben Kundin aus Deutschland, die Haare abgeschnitten. Wirklich? Und, ja, wirklich von lang, also wirklich dunkle, lange, schöne Haare bis, ja, bis da unten. Schönes, dickes Haar abgeschnitten bis zum, also die wollte sie bis, mit einer Glatze gemacht. Also wir haben wirklich mit dem Rasierer alles, was geht, das ist 0,7 mm oder was ist 0,6 mm, also wirklich ganz dünn. Ja. Das kürzeste geschnitten, alles abrasiert, ja. Und dann gespendet. Ja. Gibt es ein Video, muss man gucken. Aber wir haben ja auch viel abgeschnitten, aber die hätten wir nicht spenden können. Ja, dafür musst du wirklich komplett abschneiden. Und dann auch, du musst auch wirklich lang haben und dann schönes, dickes Haar. Wir können ja auch selber sehr viel Hintergrund eben auch zum Thema Krebs und wollte das spenden, fand ganz, eine ganz tolle, liebe Aktion. Ja, so von der Länge und so wäre es eh gegangen, aber die waren halt blondiert und blau. Die will keiner. Die will keiner haben. Nein. Die kannst du. So. Ich glaube so. So. Was hat aber mehr wehgetan als zum Piercing? Ja, das ist gut, dass du sagst, ja. Sowas muss man auch mal sagen, ja. So. Ich fand auch damals, dass Dave am wenigsten schlimm, ehrlich gesagt. Wirklich? Ist auch am besten verheilt, am schnellsten. So unterschiedlich. Meine Kunden sind so, manche so, weißt du, das ist so schwer zu sagen. Da
dass man immer so. So. Gudi. Zunge, geht's noch gut? Ja. Ist noch im Mund drin, noch nicht abgefallen? Gut. Nein. Also wie gesagt, wenn man sich im Snake-Eis gut tut und nicht jetzt spielt wie der Verrückte, dann klappt das eigentlich sehr, sehr gut, dann hat man da eigentlich kein Problem. Natürlich, wenn ich dann den ganzen Tag auf rumkaue wie auf dem Kaugummi, dann machen mir die Zunge die Zähne kaputt. Aber das kann ich im normalen Zungenbiss genauso kaputt machen. Ja? Mhm. Jeder, der da konsequent umgeht, hat kein Thema damit. So, was sagst du jetzt, was war jetzt am schlimmsten? Das Innerconch. Bleibst du im Innerconch? Ja. Das hat am meisten gepiept. Und dann? So, der Punkt ist wieder verlaufen, ich wische den da noch ab. Mhm. Ist das Schwitzen heute. Der Verlauf der Stift immer, dass der eine braune Hose an ist, dass die dann blau. Ja, das, wenn die drankommt und du schwitzt, dann der Bauchnabel unten ist schon voll damit und möchte, dass du dann heute Abend blaue Flecken auf der Hose hast. Und passt dann zu den Haaren. Da ist der Marc jetzt schuld dran, der hat mir das sauber gemacht. So. Super, Pia. Sehr schön. Wie geht's dir? Ja, soweit so gut. Du darfst einmal im Spiegel anschauen. Ich finde auch reden tue ich eigentlich ganz okay. Du redest, als ob du, jetzt fällt mir jetzt kein Essen. Ich wollte gerade sagen, ich jetzt beim Reden habe ich schon gedacht, Mensch, du plapperst wie ein Wasserfall, eigentlich als ob gar nichts gewesen wäre. Bisschen piekt schon. Und nochmal Snake Eyes bitte. Das ist mega schön geworden. Also, du kommst echt gut klar. Kannst die Zunge noch spitz machen? Ja, super, auch, klappt auch gut. Also, Pia ist ein Naturtalent. Der fühlt sich wohl damit schon, oder? Habe ich das Gefühl. Ja. Ja, es gibt Kunden, die kommen eben von Anfang an, starten richtig cool mit so einem Ding durch. Und andere haben so Totalausfälle. Es gibt ein paar lustige Videos, wo auch manche Leute kaum mal reden können. Dustin zum Beispiel, nach wie vor so ein Highlight-Video. Wird ja mit Dustin, das Zungenbier-Ding, das Snake heißt. Der ist ein Kandidat gewesen, bei dem gar nichts mehr. Der Kugel hat ihn voll gebissen, deswegen. Ah, ich glaube, das habe ich gesehen, ja. Ganz viel lachen, ganz viel erklären. Und mittlerweile ist auch alles gut und alles gut verheilt. Und Dustin hat alles gut. Aber am Anfang war es echt so total ausfällig. Ne? Gibt es eben. Und verheilen sie immer alles nicht, deswegen. Kann man irgendwie sagen. Danke. Kann man was? Ja. Ich glaube, ich bin es gewohnt, weil ich hatte ja immer Aufbisse bei der Zahnspange. Ja, das macht natürlich auch was anderes. Ja, und das war auch voll mühsam. Ja, so, pass auf. Klassische Pflege, du weißt es eh alles aus, ich sag's nur für alle Zuschauer. Normale Piercings im äußeren Bereich, egal ob Nase, Ohr, Bauch, tun wir mit vorne Litz für Einspüren, nachdem die Hände desinfiziert sind, nehmen dann eine Küchenrolle, reinigen das Feucht mit der Küchenrolle ab, oben, unten, außen, hinten, vorne, egal wo es halt ist, nehmen dann das vorne mit Gel, davon den Tropfen auf den Finger geben, schmieren das Piercing ein und bewegen die Stäbe hin und her, hoch und runter, was auch immer. Nicht drehen, genau. Im Mund drin nehmen wir die Mundspülung nach dem Zähneputzen. Mit den 10 Milliliter nehmen wir das Messbecher drin, eine Minute lang spülen, ausspucken. Zweimal am Tag. Und nach Bedarf, nach allem, was man raucht, trinkt, küsst und isst, mit diesem Mundspray nehmen. Ja, das ist immer im Zirkus aufgeregt, wenn das nicht kann. Ah, so. Im Mundspray nehmen. Das ist ein bisschen den Pixel. Den spülen nach allem, was man raucht, trinkt, küsst und isst, dann spülen wir den bitte rein und das war's. Ja? Soll ich den Zirkus mit bewerben? Ich glaube, ich hätte damit eine Nummer. So. Ja? Vielleicht, wenn ihr wollt, dass ich den Zirkus gehe, Zirkus Krone, ruft es mir an. Dann mache ich euch da den Clown. Ich werde wahrscheinlich eher einen schlechten Clown machen. Aber nein. Wenn das ja nicht? Nein. Nee. Du bist zu lieb zu mir. Fragen? Du hast gesagt, du hast vorher gesagt, der Spray schmeckt gut. Ne? Du hast eben gesagt, der Bananenspray schmeckt gut, so mit Holz. Ja, Schokobanane. Ja, wie der schmeckt. Probieren wir mal. Wie Kaugummi nach Minze. Lecker. Also jetzt gehe ich wieder nach Hause, jetzt reicht es mir wirklich. So, gibst du einen neuen Deckel auch noch. Also, ich mache heute alles kaputt. Pia, haben wir ein Vergnügen. Du hast keine Fragen mehr, du kriegst alles schriftlich mit. Ja. Und euch danke fürs Zuschauen. Das war die Pia. Und im Zirkus überlege ich mir das nochmal. In diesem Sinne, tschüss, Papa.